Parce que j'ai appris un truc. C'est Picasso qui a dit une fois, je cherche pas, je trouve. Yeah, c'est ça, Einstellung. Yeah. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller tellement loin, tu es là, pose ton appareil, fais une pause et arrête de chercher, parce que ça se vient de langue. Das sage ich ja immer bei meiner Forschung. Ich lasse mich da irgendwie leiten von meinem Gefühl. Natürlich suche ich schon, aber nicht akribisch, sondern mittendrin habe ich manchmal eine Idee. Parce que finalement, tout ce qu'on voit, qu'on prend, was man fängt, mit Fotoapparat oder Kamera, das ist ja Realität. Das heißt, das Rohmaterial ist die Realität, das man mit unseren eigenen Augen und Ohren wahrnehmen. So besonders ist es nicht. Das sind nur Ausschnitte. Deswegen finde ich manchmal so, okay, die Filme à la Peter Kern, etc., das ist schön und lieb, aber ich finde besser nur roh die Realität aufzunehmen und die Leute sollten sich denken, was sie wollen. Ne? Die sollten sich selber den Film bauen in ihren Köpfen. Ne? Parce que je me rends compte ici, c'est tellement bunt, il y a tellement de gens intéressants, wo du hinschaust. Was soll ich woanders gehen? Ja, okay, einmal im Jahr. Ein bisschen Abwechslung oder zweimal, aber sonst. Das ist nur Rennen. Ehrlich gesagt, ob ich da jetzt sitze oder woanders sitze, in einem tollen Urlaubsort, ist mir, da sitze ich auch nicht für anders. Das ist Klischee. Na, j'ai remarqué, j'ai regardé sur Istanbul, il y en a un qui prend des photos à Istanbul, à Contact. Il y a des marchés aussi à Istanbul, naturellement, beaucoup. Des rues, Fußgängerzone, ja, avec des Geschäfte und so weiter. Das schaut genauso aus wie bei uns, ja. Teilweise, ja. Gut, es gibt ein paar Fotos bei der, am Meer, wo die Leute fischen. Es gibt viele Leute in Istanbul, die fischen so, bei den Brücken, ne. Das haben wir bei uns nicht so oft, ja. Aber das wird mich schon interessieren, ausnahmsweise einmal, aber wenn es heiß ist, ja. Nicht Juli, August, aber lass mal das einmal irgendwann an. Mal genau das Gleiche weiter. Wie spät ist das jetzt? 11 Uhr. Das geht bis um 3 oder so. Ah, so lang wird das sein? Ja. Das ist nicht wie ein Mondfinsternis, ne? Ich habe eins einmal gesehen, das hat aber eine Viertelstunde angeschaut. So schnell rennt der Mond nicht an der Sonne vorbei. Beobachtung. Oh, la Cécile, elle est pas contente. Elle m'a dit chez eux, le ciel est tout couvert. Ah ja, das sieht man jetzt. A Kogolin, c'est tout couvert. Wann kann sich Ivan
das chez nous, ciel bleu. Non, je comprends pas. Avec le Messenger, on ne peut pas zoomer avec la caméra. Avec WhatsApp, on peut zoomer avec la caméra. C'est blette, hein? La dernière fois, elle m'a dit « Ich liebe den Süden, es ist mild. » Je me suis dit « Wie viel haben wir heute en grad? » Propos mild. Wir haben... 5 grad ist nicht gerade viel, gell? Wir haben mehr. Angoulême? 9. Ja, das haben wir auch. Schau nicht auf das Akkuwetter, das ist falsch. Thank you.
quand t'en as marre. Ja, das sagst du. Encore 5 minutes, gell? Ja, sicher, jetzt ist es 11 Uhr, 1. Wir bleiben hier bis 11 Uhr 15. Okay. Je vais te dire un truc, on est ici. Abgesehen davon, dass man sich wohlfühlt, man kriegt eine andere Perspektive überhaupt oder kriegt was mehr, als wenn man nur durchläuft, rein schnell und so. Pour la première fois, je vois vraiment que c'est un magnifique marché, surtout ce stand-là, en face des beaux. Ja, nicht gut. Deswegen sag ich, ob ich woanders sitze oder da, man sitze lieber gleich da. Ja, c'est elle qui tire les patins, etc. Et elle demande au restaurant s'ils ont besoin de suivre de patins. Yeah. Yeah, elle va en rauf und. Aujourd'hui, on est le combien? Le 19, non? Yo, wahrscheinlich. Vendredi 19, on dit? Yo. Et demain? 24 ist Dienstag 23. Heute ist der 20. Ah, le 20, le 20. Bon, aujourd'hui, on a le vendredi 20. Yeah. 20 mars 2015. Hein? 20 mars 2015. Yeah. Noël, c'était hier, et demain, c'est Pâques, hein? Genau. Toulon, c'était pareil, c'était les mêmes guéroches. Calme, friedlich, hein? Ja, und nicht die Hektik. Hier ist ein anderes Tempo als im Supermarkt. Nee, das hast du recht gesagt, ja. Richtig gesagt, meine. Ja, c'est complètement une autre vitesse, un tempo, ja, le mot tempo. Ja. C'est un autre tempo que dans les supermarchés où les gens ont assez sonné de soi anonyme. Quand tu vas chez le chicken man, t'es grüß dich, er kennt dich wieder und so weiter. Gut, beim Hofe auch, ja, muss man schon sagen. Ja. Aber es ist nicht so freundlich wie überhaupt beim Markt. Ja. Ja, c'est ça. Au marché, c'est beaucoup plus sympathique. Parce que quand je pense dans les supermarchés, tu achètes à chaque fois pour 30, 40 euros ou 50 euros.
Bon, au okay, Bilal nous connaît depuis longtemps qu'on y va, c'est différent. Hein. Aber en général, c'est anonyme, ça reste anonyme. Hein. Mir fragst den Markt erklären. Ben, je sais, t'as l'expérience des marchés. Schau mal, was ich in Harald geschickt habe. So. Das ist leer. Den Text muss lesen. Du brauchst nicht die ganze Konversation lesen. Ja, ich suche wieder nach. J'avais perdu, j'ai fait zoomer. Et à chaque fois, bon. Kannst du eh alles lesen. Wie ist dein Text? The bags made of fat model. Lapin and poulette was not in the production line. Auf erste österreichisch-ungarische Filzfabrik. J'ai pas trop compris, mais... We missed a super business. Yeah. Na, er und ich, wir hätten ja weiter Filz produzieren können. Ja, ist dir das klar? Ja, ja. Der Großvater hat ihn ja gefragt, wie er 15 war, ob er die Firma übernehmen will. Ja. Und deswegen blödeln wir immer, wenn er die Firma übernommen hätte. Ja. Ich hätte ja auch noch dort gewohnt. Es war ja alles weitergegangen und ich hätte ja dann gearbeitet. Ja? Und deswegen blödeln wir immer, wenn wir die Firma übernommen hätten. Deswegen habe ich ihm geschrieben, wie Mist ist super Business. Aber wie wärst du zur Filzfabrik gekommen? Ich habe dort gewohnt, Yvonne. Er ist etliche Jahre älter als ich. 7 Jahre. Also 7 Jahre? Eben. Er hätte ja die Firma übernommen. Ja. Ich hätte ja wahrscheinlich Englisch studiert und Französisch. Und ich war dann im Büro gewesen, als Fremdsprachenkorrespondentin, verstehst? So habe ich das gesehen, und Managerin. Ja. Sei froh. Eben, deswegen machen wir immer wieder Spaß. Und ich sage immer, ich bin so froh, dass er nachgesagt hat. Er wäre sonst nie in Istanbul gewesen, weil Istanbul ist schon schöner als Wien oder Zürich. Ne? Ja, deswegen machen gut, wir es ist Istanbul, ich habe geglaubt, es ist wärmer, aber so warm ist es nicht. Wie warm ist es in Istanbul? Istanbul ist ich muss sagen. Na, ich sag's dir auch gleich. Istanbul ist schon kalt. Sag's mir dann, heute ja. Jetzt. Es okay. Ist ein paar Grad mehr als Wien, aber nicht so früh. What? Vielleicht im Sommer ist es heißer, ja. Ich sag dir dann alles durch, gell? Na, dis-moi combien la température ja, à Istanbul. So schnell geht es nicht. 7 Grad, Bordeaux 14, aber es ist couvert und es regnet. Mailand 14, es ist couvert. Die Sonne scheint eigentlich nur in Wien. Finalement, on a aujourd'hui on a du soleil à Vienne. À Bordeaux, il y a Bordeaux 14 degrés et. Mailand. Et Milan, 14 degrés, mais couvert. Ja, und in Kos auch. Couvert. Ja. Et Istanbul, c'est combien Istanbul? 7 Grad. Mais und pas bewölkt.
Also Istanbul ist aussi couvert. Ja, aber ganz viel. 7 Grad Istanbul. Ja, Bordeaux, Mailand. Bordeaux und Mailand bedeckt. 14. Ja. Kos 12. Bedeckt. Ja. Strahlende Sonne haben wir. Ja, London, Paris, Promenade schauen, es ist auch bedeckt. Ja. Ja. Naja, eigentlich sind wir da am besten Platz der Welt, ne? Ja, das hätte ich auch gesagt. Lieber ein bisschen kühler, aber schön. Ja, mir geht mit der Decke geht schon. Ja. Weißt du was? Wir werden langsam irgendwie. Ce qui est important, c'est d'avoir un prétexte. Finalement, tu fais un plan, tu en fais plusieurs, fixe. Puis à la fin de la journée, quand tu es à la maison, c'est comme quand tu as fait une récolte de champignons. Tu ramasses tous, puis après tu jettes les mauvais, tu gardes les bons. Mais je suis en train de te filmer au cas où, quoi, tu es en plein milieu là. Danke. L'antenne est ouverte. Was ich mir angeschaut habe. Du, ich habe schon SMS bekommen von Leute, von Zuschauern, die sagen, was ist das? Die, wer ist die überhaupt? Die neue Sprecherin? Du siehst ja nicht, was ich da sehe. Pizzaschnitte, Kebab, ja. Na, Fide, Mozzarella, Falafel, Sandwich, lauter gute Sachen. Ja, das stimmt schon, ja. Und lustige Leute. Aber irgendwie wird es jetzt schon ein bisschen finsterer.